Hallo Sportfreunde, ich begrüße euch aus Weimar. Heute mal was anderes. Heute die Frage, was esse ich? Viele Athleten haben mich ja bei der letzten Meisterschaft gefragt. Öl ist jeden Tag bei mir drin, Olivenöl. Brot esse ich am besten frisch, jeder Art. Vollkornbrot, Weißbrot ist egal. Honig ist auch mit dabei und Marmelade. Und das ist meistens mein Frühstück. Ja, Müsli-Mix mit Nüssen, Rosinen, Obst, Ballaststoffe und Energie. Das ist auch ganz gut. Was ich sehr gerne esse, ist Reis mit Apfelmus, mit Fleisch, mit Fisch, egal. Oder hier mit Pastasoße. Das nehme ich auch gerne für die Nudeln. Nudeln gibt es mit Fisch oder Fleisch oder einfach so eine Pilzpfanne noch dazu. Das ist völlig egal. Oder einfach nur Rührei angebraten. Auch lecker. Kartoffeln und deren Produkte esse ich sehr gerne, geben vor allem viel Energie ab. Die Speisestärke stammt ja von Kartoffeln ab, ist die beste Energiequelle, die rühre ich meistens mit in Gemüsesaftshake rein. Hähnchenfleisch, Bratwürste, Wurst, Forelle, das ist so hauptsächlich, was ich esse. Hähnchen, Minutenschnitzel in Marinade, sehr lecker gebraten, auch sehr gut für mich. Ich nehme noch Hähnchenaufschnitt, Budenbrustaufschnitt, Fisch aller Art aus der Dose oder hier frisch gefangen, ist völlig egal. Oder auch Fischstäbchen. Gute Eiweißlieferanten, Mineralien sind noch auch mit da drin. Eier, zu Spitzenzeiten habe ich 20 Eier am Tag gegessen. Heute sind es vielleicht nur noch so 3-4 Stück. Kräuter esse ich auch gern dazu, zum Rührei, Kräuter mit rein, wunderbar, kann ich jedem empfehlen. Speisequark ist eine Eiweißquelle für mich, mit Zitronensaft und ein bisschen Milch, Vanillezucker und Rosinen durchgerührt. Das ist die beste Quarkspeise, die es gibt. Ja, es muss auch alles schmecken. Sieht man's, Knoblauchsalz, Muskat, Kümmel, Salz. Oder Meerrettich, Topas rühre ich auch gerne mit in so einen Dip rein, wenn ich Fleisch esse. Senf darf auch nicht fehlen für Fleischgerichte. Gerade bei Hähnchen, was nicht mariniert war. Obst in jeder Form. Hier sind es mal Bananen vom letzten Einkauf. Ansonsten sind es Äpfel oder was es halt so gibt. Apfelsinen, Mandarinen, Kiwis, Gemüse. Ohne Ende. Ich habe da meistens Tomaten, Paprika, Möhre, Kohlrabi oder es geht auch anders mit Gemüsesaft. Ich trinke jeden Tag 1 Liter Gemüsesaft mit Olivenöl. Wasser trinke ich auch sehr gerne mit etwas Kohlensäure. Beim Training ist es ganz gut. Tee, Kräutertee bevorzuge ich ja meistens oder Grüntee kurz vor dem Wettkampf zur Gewichtskontrolle. Kaffee mal so oder mal so, also das heißt mal mit Zucker, mal dünn, mal stark, mit Milch, mit allen. Das sieht ungefähr immer so aus bei mir. Brot zur Energie, Fisch für das Eiweiß oder Fischbrötchen, frische mit Ei, die schmecken auch gut. Was besonders lecker ist, Hacksoße mit Nudeln und ein bisschen Gemüse oder diese kleinen Kartoffelstückchen mit einer scharfen Soße. Das ist auch sehr lecker, gerade nach schweren Training. Heute mein Training mit 86%, habe ich viermal gedrückt und Wettkampfbereitung läuft sehr gut bei mir. Hier sind es 83%, 3x4. Mit einem Rauband. So, und am Montag geht's weiter.